Willkommen zurück zu Resident Evil Village. Wir schneiden jetzt der Mia den Brustkorb auf. Mit einer ganz stumpfen Schere, die irgendwie voll Haare ist, wenn das so richtig aussieht. Schön. Oh Gott, jetzt. Kommt jetzt? Mach mal einmal den Untertitel an. Bei Imi habe ich während des Spiels wohl die Untertitel ausgestellt. Sprache. Untertitel. Ich hätte gern schon den Untertitel ein. Vor allem, da ich hier oben in links, oben rechts in der Ecke hoch. Was war das jetzt? Das war drei Auge zu gewesen, glaube ich, letzte Folge. Und der guckt nach rechts. Und dann nur noch das Teil rein. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Doch, aber Windows Update kann halt manche Sachen zerschießen. Oh, ich hasse das. Ach, guck mal, da ist die Krippe. Schlüssel zur Sicherungskasten. Alles klar, wie kommt die Puppe hier runter? Ich hab mich nicht erschrocken! Ich hab mich gar nicht erschrocken. Kann da einer einen Clip von machen? Bitte? Ich hab mich nur erschrocken. Ihr könnt auch keine Clips machen, wenn ich mich erschrecke. Das wird mir sehr helfen. Die würde ich dann nämlich für TikTok benutzen. Gott, scheiße, habe ich mich erschrocken. Oh nein, es ist dunkel hier drin. Oh nein. Was kommt denn jetzt? Hi. Oh nein. Es kommt doch gleich ein Kind entgegen. Oder? Oder was ist das? Oh, Scheiße, ein Dreck! Ich will nicht wissen, was. Oh, Scheiße, ein Dreck. Ja, auf damit! Ich sehe nichts! Quatsch! Wo ist das scheiß Baby? Läuft das Baby jetzt genau wie ich, oder? Okay, es ist hier lang gekrochen. Da unten sitzt die Puppe. Dreh die Puppe doch einfach weg, Ethan! Oh, nicht! Oh, Junge! Ja, die Wohnung kannst du gut vermieten.
Okay. Die Kinder sehen ja auch sehr einladend aus, ne? Guck mal da. Oh, shit. Oh, ich habe... Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Uah, scheiße! Gott! Ich bin kein Fan. Nein, nein, nein. Warte mal. Black macht doch nichts. Bloß weg hier. Bloß weg hier. Auch wenn das Kind schon geil ist, aber... Abnehmen und ablehnen. Hä? Ja, ich weiß nicht, wie man Punkte wiedergeben kann. Ich habe gestern mal nachgeguckt. Aber irgendwie... Oh shit. Mach hin! Oh shit, mach hin! Das ist das Schrecklichste im ganzen Spiel, dieses kackverfluchte Baby! Leck mich am... Oh Gott, was ist denn hier oben los? Boah, Alter, dieses Kind, jedes Mal aufs Neue, gruselig. Oh Gott. Das ist doch nicht die Stimme von Lara Loft, Lara. Ach du Scheiße. Ja. Hat die sich hier ausgezogen oder was hat sie hier gemacht? Oh mein Gott. Was zum Henker. Ich hasse Puppen. Geh nicht. Ich lass dich nicht. Sag bloß, du lebst noch. Du findest mich besser schnell, bevor meine Freunde dich kriegen. Ich will ja nichts sagen, aber das war jetzt ein bisschen sehr laut. Na los, such mich! Okay, ich soll sie suchen gehen. Wie lange habe ich Zeit, die zu finden? Wahrscheinlich, bis sie mich töten, oder? Scheiße, ich habe gerade was im Auge. Ach, guck mal, da sitzt sie doch. Wenn es Rose nicht gäbe, dann wäre alles... Scheiße, Monster! Wo bist du hin, du scheiß Kackranzpumpe? Wo ist sie denn hin? Oh, die Dinger fangen an zu wackeln. Das ist nicht geil.
Da ist sie. Verdient, du Kackpuppe! Gehst du mit Rose auch so um? Naja, Rose ist keine hässliche alte Puppe, die am Lachen ist wie so ein Spacken. Ist wahrscheinlich nicht oben, oder? Scheiße, wo ist die? Oh, ich bin gleich tot. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Da ist sie. Stirb! Stirb, 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 stirb! Du kommst hier niemals lebend raus! Doch, ich töte dich! Du ekler kleiner Parasit, Alter! Blöder Idiot! Wer tut unschuldigen Puppen so etwas an? Warte nicht. Das ist random. Was ist das? Alter, ist die Puppe gruselig. Hey, wir haben noch einen Schlüssel. Ich bieg das wieder hin. Wie heißt das in guten wie in schlechten Zeiten? Das sind definitiv keine guten Zeiten. Jetzt nichts wie raus hier. Juhu, noch ein Schlüsselteil. Hey, ich glaube, als nächstes ist entweder Heisenberg oder Moreau. Ich gehe mal einfach mal Moreau aus. Hey, Rose! Nummer 2. Ich glaube, wir haben den Arm jetzt gekriegt oder so. Hey. Wir haben noch vorhin Oh, unsere Sachen sind auch wieder da. Schön. Rose. Wir haben den Kopf. Und das Bein. Cool. Oh, mein Auge juckt. Schade, man kann immer noch nichts sehen. Aber es ist trotzdem ein schönes Haus, muss man ja zugeben. Also, es ist ein schönes Haus. Ach, guck mal, da ist noch so ein Teil. Oder sehe ich das falsch? Schön. Schön, 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 schön. Sag mal, kann man das eigentlich machen, dass man, wenn man ein Spiel durchgespielt hat, dass man das irgendwie löschen kann, dass man das Spiel durchgespielt hat? Wisst ihr, wie ich das meine? Dass ich hier dieses unendlich Munition wegkriege? Geht wahrscheinlich nicht, oder? Auch raus hier. Ach, guck mal, der Nebel geht doch. Oder geht auch nicht weg. Es ist trotzdem noch neblig. Das ist doof. Okay, jetzt liegt der Baum da. Hä? Okay, da liegt etwas. So. Okay. Dann verballern wir jetzt mal die ganzen. Nee. Er stirbt immer noch nicht. Ist das euer Ernst?
haben wir denn hier? Hey, da ist eine Kugel. Danke. Komm, hier kommt doch noch einer, oder? Nein, gut. Oha! Meine Fresse. Warte mal, ich hab ne neue... Das ist zweimal die gleiche. Das sind zwei unterschiedliche, oder? Die macht 270. Die macht 720. Die ist besser. Okay, die ist besser. Nicht auf Kindergartenmodus spielen, muss mal schauen im Menü, eventuell sonst in den Dateien den Speicherstand löschen. Ja, es ist ja, ich habe den Speicherstand gelöscht. Das habe ich. Ich habe ja alles gelöscht letzte Mal. Ich musste ja Steam komplett neu runterladen. Ich habe alles, was im Ordner war, habe ich ja gelöscht. Auch alle Speicherstände von den Games. Okay, hier ist nichts drin. Foto eines... Den Vogel haben wir doch schon. Da haben wir einen Puppenkopf. Ja, sonst gucke ich das nächste Mal. Also bei der nächsten Aufnahme, auf der englischen Aufnahme. Ah, da ist der Schlüssel. Das gucke ich da mal. 10. November. Mutter Miranda hat Donna adoptiert. Noch nie war ich so glücklich. Schon als Kind befürchtete meine Herrin die Begegnung mit anderen, wohl wegen der Narbe in ihrem Gesicht. Und nach dem Tod ihrer Eltern schloss sie sich ein und redete nur mit Angie, der Puppe, die ihr Vater sie gefertigt hatte. Ich danke Mutter Miranda für ihre grenzenlose Güte. 27. November. Donna scheint glücklich. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ihre Puppe Angie wirkt viel lebhafter als zuvor. Heute kam sie zu mir in den Garten und benutzte Angie, um mit mir zu reden. Es war ein wirklich angenehme Unterhaltung. Sie redete davon, ein Geschenk der Macht von Mutter zu erhalten. 29. November. Donna gibt mir eine gelbe Blume mit der Bitte, sie im Garten einzupflanzen. Es mag an den Pollen gelegen haben, aber als sie sie vor Fräulein Claudias Grab in der Erde eingebrachte, fühlte ich mich plötzlich benommen und meine tote Frau erschien mir wie im Traum. Als ich dies Donna gegenüber erwähnte, schien sie begeistert und lud mich in ihr Haus ein. Sie sagte, ich würde meine Familie wiedersehen. Ich weiß zwar nicht, was genau sie damit meinte, aber das war doch sehr nett von ihr. Ich weiß nicht, ob das so nett ist, wenn ein kleines Mädchen zu mir sagt, du siehst deine Eltern wieder. Wo habe ich denn die Kugel? Ja, ich gehe mal davon aus, dass es dann nicht geht. Wenn ich den Speicherstand lösche, also wirklich Backup und alles lösche von dem Spiel, verliere ich dann auch meine Errungenschaften oder bleiben die bei Steam? Ich habe mir da noch nie so wirklich drüber Gedanken gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Was flattert denn darum? Ach du Hier habe ich die Viecher doch alle weggemacht. Hier habe ich. Ich kriege im WhatsApp einfach keine Antwort. Wie ich das hasse. What?
Guck mal, da ist auch noch was. Da ist ein Stein drin. Oh moin! Nee, ich sag aber, das ist wirklich cheaten. Die Errungenschaft im Stream selbst bleiben. Bist du dir sicher? Weil ich hab das nämlich, ich hab das Spiel ja... Warte, quatsch mir gleich drüber, wenn ich das Game durch hab. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Wenn mir das... Ich habe gerade aufgestockt. Quatsch mir gleich rüber. Prächtig, was das wert ist. Wenn noch irgendwas. Damit kannst du ganz erheben. Erdenabschlacht. Okay. Danke für deine Treue. Okay, wir benutzen die hier. Achso, warte mal, halt, stopp. Soll ich etwas für dich auswählen? Nee, ich habe 52.000. Die da. Überlass das mir. Hm. Ja, jetzt habe ich genau 2.000. Hals- okay. und Beinbruch. Okay, wir werden die hier 720, 480, wir werden die hier nicht mehr benutzen. Wir werden die nicht mehr benutzen, das heißt, ich kann da das Messer wieder reinmachen. Theoretisch kann man die Steam-Errungenschaften auch cheaten mit einem. Ja, gut. Nee, das machen wir ja natürlich nicht. Los. Das machen wir auf jeden Fall nicht. Das wäre ein bisschen hart. So, dann gehen wir jetzt. Müsste Moreau kommen. Da kommt jetzt Moreau. Oh Gott. Oh Gott. Was zum Henker bist du? Das war ich. Ich bin schwer verletzt. Ach, wirklich? Lange halte ich es nicht mehr durch. Ich höre ihn draußen auf und ab gehen. Er ist nicht mal gezuckt, als ich auf ihn geschossen habe. Und spielt jetzt mit mir. Ist das... Das ist kein normaler Werwolf. Aber ich verkrieche mich nicht wie ein feiger Hund. Wenn ich es zur alten Wassermühle schaffe, kann ich ihn stoppen. Ich kann dich beschützen. Es ist ja nicht weit. Verdammt, mir ist so kalt. Ich kann meine Beine nicht bewegen. Tut mir leid, Luisa. Bitte vergib mir. Ach, das ist ihr Mann. Das ist ihr Mann. Was zum Fick war das? Question, kann ich dich von hier oben abballern? Oh nein, kann ich nicht. Oh. Alter, dafür liebe ich die Waffe. Kristalline Bestia.
Boah, dafür liebe ich die Waffe. Oh, scheiße, ich bin glücklich, dass ich das Spiel schon mal durch hatte. Holy shit. Bruder, nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich komme hier nicht durch. Ich komme da nicht durch. Was ist das denn für ein Scheiß? Alter, was ein Viech. Ich weiß, ich trinke... Ich habe keinen Platz. Ich habe keinen Platz. Fuck, ich habe keinen Platz mehr. Okay, jetzt habe ich wieder Platz. Okay. So. Okay. Ich liebe diese Waffe. Heilige Mutter Maria. Warte, halt, stopp. Ist noch irgendwas drinne? Hey, ihr sollt doch... Ja. Ich habe noch einen Dietrich gefunden. Ich habe was im Auge. Arsch. Lecco mio. Da ist ja noch einer drin. Alter, da war ja noch einer drin. Alter, hier ist alles schleimig. Alter. Ja, die Knarre kriegst du aber auch erst, wenn du das Spiel durch hast. Dann kriegst du die. Dann kannst du die holen. Vorher kriegst du die nicht. Vorher hast du echt Trouble mit den Viechern, die zu killen. Außer du hast halt, benutzt halt entweder die Schrotflinte oder die Sniper, die halt mega ist. Die braucht halt 2 Schüsse, dann sind die tot. Aber, weiß ich nicht, seitdem ich die Waffe freigeschaltet hat, benutze ich halt nur die. Deswegen muss ich das nächste Mal, wenn ich diesen Criticus Maximus sehe. Muss ich mal... meine Munition verkaufen. Mal, eigentlich hast du... zwischendurch richtiges Munitionsproblem. Ich will mir fast behaupten, die beiden sind tot. Schön. Einmal wild, ja toll, dann mach ich nicht rein. Ach, guck mal, hier ist das nix. Aber das, ich finde das cool, die Dinger sind voll cool. Ich habe die Magnum aber noch nicht. Und ich habe die Magnum auch noch nicht freigeschaltet. Foto eines seltenen Tieres. Ja, toll. Jetzt habe ich nicht auf das Foto geachtet. Warte mal, ich kann mir die angucken. Oh, die sind cool. Ich hätte gern so eins bei mir im Schrank. Schätze. Ich habe doch da... Wo ist das? Foto eines seltenen Tieres. Wo ist das? Ist das hinten bei Luisa?
Wo ist das? Kann ja nur hinten bei Luisa sein, oder? Oh, Speicher kommt sehr gut. Aufzug zum Stausee. Ja, die Magnum ist einfach, weil also da gibt es ja drei Schüsse, ist sie tot. Aber wie gesagt, die Magnum habe ich noch nicht. Die kriegst du auch, glaube ich, erst beim ersten oder zweiten Durchrun. Aber die nächste Runde spielen wir dann auf Veteran. Spielen wir auf Veteran, weil der irgendwie meinen Spielstand, den ich bei Veteran gespielt habe, nämlich nicht angenommen hat. Komm ich da durch? Ich höre einen Fernseher. Nicht durch. Alter, ich würde hier sterben, wo der lebt. Nehm mir das mal. Halt! Was machst du mit Mutters geliebtem Kind? Sie ist nicht ihr Kind. Mehr hast du nicht zu sagen? Was meinst du mit ihr geliebtes Kind? Mutter will ihr Kind zurück. Verarsch mich nicht! Warte, bitte, wenn du das nimmst, lachen die anderen über mich. Aber wenn ich mich besser schlage. Wen interessiert's? Sie, warte, noch ein bisschen, bitte! Das ist so lustig. Du bist dumm. Du redest zu viel. Das war's. Der Eingang ist dicht. Was soll das? Das ist mein Revier. Und ich lass dich nicht gehen. Ethan, du bist ein Trottel, wie er im Buch. Ja, du bist auch ein Trottel, wie er im Buch steht. Du bist auch ein Trottel, wie er im Buch steht. Warum die Geschichte? Kleiner Sieg, du. Hä? Okay, ist die Dings so? Wie komme ich hier raus? Mit ganz viel Liebe. Ganz viel Liebe, ganz viel. Keine Ahnung. Und ganz viel Beten. Okay, da komme ich nicht lang. Vor allen Dingen, ich hätte mir das Ding ja einfach genommen und wäre nicht stehen geblieben. Ich hätte gedacht, YOLO, danke und tschüss. Warte mal, die Mühle kannst du sehen von irgendwo. Hey, Nico, Cat. Hab ich doch. Ach, guck mal, da ist der Schatz, aber da ist viel zu viel Wasser. Sei so gut und bring den Bootsschlüssel zurück in die Hütte in der Mine. Hans ist tot, also ist er erstmal Schluss mit Fischfang. Ich meine, wir wissen doch alle, dass sein Tod kein Unfall war. Er wurde samt Boot von einem riesen Fisch gefressen. Der hat den Fisch, der hat den Mensch gefressen, der sagt. Was ich übersehe? Hä? Du meinst das? Was sehe ich denn? Warte,
Was übersehe ich denn? Hier drin oder draußen? Hey, ich kam hier doch auch nicht durch. Hier kam ich vorhin nicht durch. Das war zu, bis er es irgendwie aufgemacht hat. Oder meint ihr das hier? Oh, ja. Never mind. Never mind, ihr Lieben. Guck mal, da oben läuft einer. Hab ich? Da habe ich eine. Ist dann irgendwo noch einer. Oh, oh, Scheiße. Oh, Scheiße! Hi! Ja, da einer! Ich weiß nicht, was ich ohne die Waffe machen würde. Ich wahrscheinlich ganz oft sterben. Liebe die Waffe. Habe ich das schon mal erwähnt? Hä, da ist der Schlüssel. Alter, ich würde, glaube ich, ohne die Waffe 50.000 Mal sterben. Heilige Maria, ist sie cool. Habe ich ja. Okay, mir fehlen hier noch Sachen. Okay, mir fehlen. Hm? Okay, mir fehlen hier noch Sachen. Question ist, wo sind die? Alter, ich habe was im Auge, das ist richtig nervig. Vor allen Dingen immer dann, wenn ich am Zocken bin. Hier ist nichts. Hä, was soll da denn noch sein? Ich meine, das ist egal, ob ich es jetzt finde oder nicht, aber... Was habe ich denn hier liegen lassen? Gut, ich hab die Munition liegen lassen. Ja gut, ja gut, ja gut. So.
Nee, Kokett, wie geht's dir denn? Alles fit bei dir? Okay, hier draußen ist nichts. Da sind... Achso. Hier sind eigentlich... Sehr gut. Sehr gut. Ich gehe mal davon aus, dass ich da nicht lang kann, oder? Ne, kann ich nicht. Eine Bootpartie ist lustig. Eine Bootpartie ist schön. Wir schippern auf dem See. Und alle machen... Oh. Was war das? Kann ich da lang? Ich will nur wissen, was passiert, wenn ich dann langschippe. Ich bin hier noch nie lang gefahren. Okay, das... Okay, ich kann hier nicht lang. Okay. Ich habe so das Gefühl, das war Moreau. Wenn wir da jetzt reingehen, wir gehen hier nochmal lang. Was ist denn hier? Oh shit, mein Event. Oh. Sonst noch was schien? Ja. Aber hier ist sonst noch irgendwas. Hier ist sonst noch was. Ich glaube, das habe ich hier noch nie gefunden, was auch immer hier ist. Wenn ich ganz ehrlich bin. Oder habe ich das schon mal gefunden? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, hier war irgendein Kraut oder so. Was ist das denn? Eine Forschungsstation? Was läuft hier für ein kranker Scheiß? Runter von mir! Halt still, verdammt! Ethan, hätte nicht gedacht, dass du es so weit schaffst. Wäre doch schade, wenn dir jetzt was zustieße. Ach ja? So schade wie bei mir? Na los doch, bring's zu Ende! Hey Boss, die Bewegungssensoren schlagen Alarm. Wir sollten weiter. Die Sensoren? Wo genau? Unbekannt. Schätze mal, wir waren zu lange hier und Miranda weiß es. Hey, sagtest du Miranda? Was wisst ihr noch? Vergiss es, Ethan, das ist eine Nummer zu groß für dich. Was hat die Probe ergeben? Ist definitiv mit dem Pilz verwandt. Oh shit, was kommt da angefahren? Du hältst dich aus der Sache raus. Welche Sache? Pass auf! Okay, da möchte der Fisch uns unbedingt fressen, habe ich so das Gefühl. Ist geflutet. Keine Chance. Ich habe keine Zeit für dich. Zu spät.
Miranda, bereitet die Zeremonie bereits vor. Hat sie dich geschickt, um mich aufzuhalten? Dass ich nicht lache. Sag das nicht. Das ist unfair. Ich gehöre an ihre Seite, nicht du. Was laberst du? Was ist los mit dir, Mann? Ich kann es nicht mehr halten. Oh Gott. Mutter, warum? Warum? Gott, ist der Typ eklig widerlich. Oh, ist der Kopf... Gott, ist der Typ widerlich. Heilige Mutter Maria. Oh, da ist gerade was weggeflogen. Gott, ist der Typ eklig. Heilige Scheiße, ne. Verdammt, was jetzt? Moros Klinik. Dein Ernst? Ich höre da hinten schon den... Also kann ich das wegschießen jetzt schon? Das wäre natürlich voll sick. Da kann ich es nicht abschießen. Oder? Klinik. Moros Klinik. Hat ihr eine Klinik gehabt? Ihr seht aber nicht aus wie ein Doktor. Geflutet, hat er gesagt. Ah, hier. Kann ich dich nicht einfach so abballern, du hässlicher Fisch? Ach, guck mal, da ist unser Mann. Für alle Gelegenheiten. Wir? Ja, wir gehen, glaube ich, erstmal über ihm was einkaufen, bevor wir das holen. Gehen wir, glaube ich, erstmal einkaufen. Wo ist denn lang? Sag mal. Obwohl. Wir können auch erstmal gucken gehen. Falsche Richtung. Darum. Ich glaube, die Kurbel macht nichts mehr lange. Ich habe schon Ewigkeit und entsprechend ramponiert. Ewig alt und entsprechend ramponiert. Habe ich ewig kalt gesagt? Im Fall, dass sie bricht, gehe rüber und hole die von der zweiten Windmühle. Das ist der einzige Ersatz, den wir haben. Okay, ich muss definitiv beim Idioten gleich was kaufen. Was haben wir denn hier? Ah, hier ein Kristall. Cheekside Star Me, juhu. Ich hoffe, dir geht's gut. Mal einmal gucken. Ich glaube, das war meine Kurbel. Echt jetzt? Muss ich hier runter, um da lang zu müssen? Wie es aussieht, ja. Okay, das heißt, wir gehen jetzt erst zu dem Typen. Oh, Grippe. Grippe ist richtig mies. Kenne ich. Dann wünsche ich dir ganz schnell, ganz gut und ganz viel Gesundheit. Willkommen, Eve. Dann genieß doch den Stream.
Ein bisschen. Ne, Grippe ist schon... Grippe... 20.000 für das Viech. Grippe ist schon ein bisschen eklig. Klimpergeld. So, was haben wir denn? Wo haben wir denn unser... Da. Wir haben alle Zutaten beisammen. Gut. Wie sich das anhört. Danke für deine Geduld. Hier deine Portion. Danke. Hey, mein Kein Leben ist Kein schlechtes hört. Mal. Ich? Wir haben alle Zutaten beisammen. Gut. Ethan frisst sich jetzt erstmal komplett voll. Aber abgesehen von Grippe geht's dir doch hoffentlich ganz gut. Bitte bedien dich. Oh, Hunger habe ich wirklich. Hey. Das würde ich auch ein weiteres Mal essen. Geflügel. Was haben wir denn hier? Wir haben alle Zutaten beisammen. Gut. Ethan wird jetzt richtig fett gefüttert. Ah. Fertig. Hey, Konterfisch. Du hast dir auch was verdient. Hey. Kein schlechtes Mal. Was haben wir denn noch? Fisch. Ah, Bewegungssteuerung. Weiter so. Feinsterfisch? Haben wir sonst noch? Was? Wir haben noch Geflügel. Ah, guck mal da. Ah, danke. Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an. Was hast du denn Schönes? Du hast doch sonst nichts mehr, du alter Mann. Nein, du hast doch sonst nichts mehr. Eat it! Also ohne Scheiß, das wäre jetzt etwas, was ich schon gerne probieren würde, was der da kocht. Wenn ich ganz ehrlich bin. Das würde ich schon probieren. Sollen wir aufrüsten oder sollen wir warten, ist die Frage. Ich würde gerne hier die Medizin. Aha. Die Nachladegeschwindigkeit würde ich gerne machen. Ach komm, die Feuerrate machen wir auch nochmal. Ich glaube, sonst... Bis nächstes Mal. Ja, hast du da. Guck mal da, wir haben eine Speicherlinks. So. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!